Meine Stimme ist so gefickt, Leute. Tut mir leid, wenn wir weniger kommentieren. Wir sind einfach nur noch irgendwie fertig. Nervig, konzentriert und fertig. Und Loki, wie geht's dir überhaupt? Loki! Loki? Loki. Nein. Loki. Nein. Loki, was hältst du denn grundsätzlich so von Stuhlgang? Haben wir letzte Woche gesprochen? Nein, nicht schon wieder. Wir versauen uns jede Aufnahme mit diesen Code-Gesprächen. Also im Prinzip ist es eine tolle Sache. Ja. Besonders, wenn man den Stuhlgang während der Arbeitszeit unterbringt. Weil das spart einfach Lebenszeit. Es ist einfach so. Es ist verschwendete Zeit. Okay. Ich kenne ungelogen seit bestimmt 15 Jahren auswendig, was in meiner Zahnpasta drin ist, in meinem Duschgel und ähnlichem. Ja, das stimmt. Ich lese aber auch gern irgendeinen Scheiß beim Stuhlgang. Ich hab da ein paar Comics liegen, Alter. Ich lese Comics beim Kacken, ey. Alte Donald Duck Comics. Darf das wahr sein, ey? Ich habe Autozeitschriften. Ja. Da ist ein Care Package rechts von uns. Nee, das ist ein roter Baum, lol. Vielleicht ist es nur ein riesiges Tampon von Roseanne. Seid ihr hinter mir? Ja. Ja, okay. Ja. Ach, da, ich sehe deinen Tampon. Das sind mehrere. Ja. Aber die Sonne ist mies, echt. Die Sonne müsste höher stehen. Das stört voll. Ist krass, das gemacht. Ist hart. Die Sicht ist dann erschwert, aber das geht ja dann allen so. Alle, die in die Richtung gucken zumindest. Und mir gefällt es eigentlich nicht, dass ich hier gerade den Vorreiter mache. Eine Frau stöhnt ganz dolle. Komm, erfahrungsgemäß wird immer der Erste gesehen und der Zweite stirbt. Und das bin ich. Ja, ich bin Dritter. Der Erste wird gesehen, der Zweite wird abgeknallt. Ist so, erfahrungsgemäß? Ich glaube schon, ja. Sollten wir mal auf die Map gucken? Es gab doch noch kein Update. War gerade irgendwas drauf? Echt? Das fliegt jetzt nach. Ich hab nicht aufgepasst. Das ist einfach nur, das Zeichen, dass jetzt hier, ihr müsst jetzt hier drin sein. Ja, die Bomben sind jetzt aber oben rechts, habt ihr gesehen? Wow, hier ist ein Feld. Hier ist ein Landdings. Wollen wir das checken? Wir brauchen noch Essen. Ein Landdings? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann nicht mehr reden. Da! Kirche? Da, Gebäude, okay. Da ist vielleicht. Landdings. Ah, da hinten ist eine Scheune. Ah. Landdings. Das war echt gut. Landdings. Da sind Gebäude, ihr Schweine. Schön. Hingehen und gucken, ob wir was zu essen kriegen. Ich hab Hunger. Granti hat Hunger. Granti checken Landdings nach Mampf Mampf. Ham Ham Ham. Gut Bauch. Super auch, yummy. Da steht ein Fahrzeug. Ja, also das Rote ist, ne? Danke für die Antwort. Die Vogelscheuche wären Mann. Also das ist nur ein Traktor. We don't need the Traktor, let the motherfucker beep. Warum zensiere ich Burn und sing Motherfucker? Wow. Klug, echt klug. Mit K. K-L-U-K. K. Nee, K. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Nein, ich meine K-L-U-G. Was? Hat einer von euch ein Jagdmesser? Nein. Wegen dem scheiß Huhn. Ich habe mehrere Hühner gesehen jetzt schon. Geile Hühner. Alter, hier steht ein Traktor drin. Ich check mal hier außen den Trecker, ne? Ah, 89. 98. Alter. Dieser Traktor ist Deko, ihr Penner! Ja. Der hier auch. Du musst leider wieder was trinken. Ja. Was ist denn das? Na, toll. Ich glaube, hier spawnt gar nichts. Hier sind doch keine Zombies, Leute. Aber hier sind drei geile Weiber in der Scheune. In der Scheune. Das klingt doch nach einem guten alten Porno, oder? Ja, ja, klar. Die guten alten aus den 70er Jahren. Sag mal, warum liegt denn hier Stroh rum? Wir müssen noch weiter in den Süden. Oh Mann, gut, dass wir losgerannt sind. Wir müssen noch weiter den Map setzen. Osprey. 2 Kilometer habe ich jetzt mal in die Mitte wieder gemacht. Ich auch. Gut, direkt dahin. Ich habe sogar 2,5. Echt? Ich hab 2,3.
Ja, halt mein Osprey grob. Im Blick haben. Ich glaube, der ist schon weg. Das ist schon wieder weg. Nee. Wollen wir ein bisschen nach rechts oder links entlang laufen? Aber nicht mit übers Feld. Rechts. Rechts. Ah, alles klar. Meine Stimme, ey. Ich liebe mein Mischpult. Ich kann rülpsen wie das größte Schwein der Welt und ich muss nur kurz an diesem Regler drehen und niemand bekommt's mit. Dafür gibt's auch einfach ganz simpel ein Tastenkürzel. Du drückst auf den Knopf, kannst rülpsen und drückst wieder auf den Knopf. Nö, da drehe ich lieber an meinem Rädchen. Ich mag Nippel zum Drehen. Ja, das ist. Es ist schon praktisch, so ein Ding zu haben. Nippel, Nippel, Nippel. Milch, Spritz, Spritz. Wie viele Leute leben noch? Bloki, was machst du? Hast du eine gute Waffe und hast du Spaß bei dem, was du tust? Yay, Spaß. Ich werde wieder vom lustigen Panzerwagen mit dem MG belagert und ja, FN Fall halt. Ne? Tulu, wenn du sagtest, du hast 2,5 Kilometer. Ja, jetzt habe ich 2 noch jetzt. Also genau in die Mitte gemacht, ja? Ich war nicht wirklich präzise, aber auf 200 Meter genau, ja. In die Mitte habe ich 1800 Meter. So, Kevin ist links von uns. Ich passe mich mal ein bisschen an, dass wir eine einheitliche Linie des Todes bilden. Oh yeah. Da laufen jetzt Informationen, die Vagina Collection. The Triple Vagina. In triple your vagina. Cinema. Peggy 18. Du mit der Peggy. Warte mal. Geht da oben noch ein Care Package? Soll ich fliegen? Nein. Wo Care Package? Care Package. Als Maul. Wo ich kann das Wort nicht aussprechen. Da liegt auf jeden Fall Munition, aber es sieht leergeräumt aus. Also nicht unsere Laufrichtung, müssen wir eher zurück. Ja, wir müssen ja so leicht links hier. Lass uns das trotzdem mitnehmen. Nein, es ist da ganz drüben, Kampel, auf der anderen Seite vom Berg. Ah, okay. Hör auf, Kevin. Kevin hat immer recht. Oh yeah. Fast immer. Okay. Auf so ziemlich jeder Map, die wir jemals gespielt haben, hat Kevin uns schon mal mindestens einmal den Arsch gerettet. Aber hier noch nicht. Kevin, hast du einen Sniper? Nein, aber halt einen leichten Zoom, also könnte leicht snipern. Das hier ist ja auch keine Map, Kevin, sondern eine Mod von einer Mod, von einer Mod, von einer Mod, von einem Spiel, von einer Beta, von einer Alpha, von einem aber eine neue Militär-Simulator. Von der Gamma, von der Delta, von der Epsilon. Von der Tzatziki, von der Eieiei. Da ist halt mit Range nicht so gut. Aber du kannst damit umgehen, oder, Kevin? Ja, natürlich. Okay. Du weißt, Kevin ist wie Chuck Norris, ne? Nicht Kevin muss mit der Waffe umgehen können, die Waffe muss mit Kevin umgehen können. Heirat ihn doch! Yeah, mach es! Ja, vielleicht mache ich das auch, hä? Huh? Oh yeah. Wollen uns den Weißer scheiden lassen! Vielleicht will ich das ja auch. Vielleicht habe ich ja schon an den Dings da geheiratet. Wie auch immer er heißt. Wieso komme ich jetzt auf den Namen Gerald? Oh, was ist... Nee. Möchtest du uns etwas erzählen? Hey Arnold, kennt das jemand? Hey Arnold, kennt's. Gerald? Wer nicht? Genau. Da war doch dieses ultra fiese blonde Mädchen mit den dicken Augen. Helga. Helga? Oh. Helga. Stimmt, Angelika war Rugrats. Ja. Helga Paslavski, Patavski, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Otzelotze? Otzelotz. Otzelotz. Der Fotzelotz und Kotzelotz. Die Witze werden immer schlechter. Das erinnert mich an Fox McCloud, Bloki. Do you remember? Fox McCloud, ja. What? Bloki, magst du erzählen? Ich hatte ja damals einen Minecraft-Server. Aber wirklich damals, das war weit vor YouTube. Ja, ich hab dann Minecraft-Let's Plays gemacht in der Bloki. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Hallo, ich bin Bloki. Ich mache Minecraft auf meinem Server. Nee, lass Bloki erzählen. Nachdem wir jetzt fertig gemacht haben, weiß ich nicht, ob er noch will. Nee, und da waren zwei Amerikaner dabei und der eine hieß Fotzmalaut. Der Name ist ja schon an sich eigentlich sehr skurril und ja, doch ein bisschen lustig mit Fantasie. Warte mal. Ändern. Osten. Position ändern. Osten. Wir müssen nach links. Ja. Ach du Scheiße. Direkt zum Hafen. Aber oder Küste. Erzähl weiter. Schlecht. Heute werden wir ganz schön rumgescheucht. Erzähl weiter, Bloki.
Ja, und irgendwann haben wir den Kerl mal drauf angesprochen, warum der denn Fotzmalaut heißt. Und da war er bei seinem Kumpel irgendwie zu Besuch und dann war die kleine Schwester da und die hatten gefragt, wie er heißt. Und dann hat er einfach aus Spaß Fox McCloud gesagt und die Kleine konnte es wohl nicht aussprechen und daraus kam Fotzmalaut. Ja, und der wusste auch nicht, was man da im Deutschen versteht, ne? Furzmalaut. Ja, ja. Das war ihm nicht bewusst. Er wusste es nicht. Oh mein Gott. Es gab dann auch mal eine sehr verstörende Nacht, da haben wir uns über Süßigkeiten ausgetauscht. Was gibt es in Deutschland, was gibt es in Amerika? Ja, jetzt wollte ich fragen, ja, ob die da drüben auch Negerküsse haben. Ja, wie übersetzt du jetzt Negerküsse? Und wie ersetzt du es so, dass er nicht gleich irgendwas mit Deutschland in Verbindung bringt? Also habe ich ihn vorsichtig darauf vorbereitet, dass es jetzt nicht so gemeint ist, wie er es eventuell versteht und tralala. Habe halt ewig lang drum herum geredet und dann habe ich gesagt, ich übersetze es jetzt einfach wörtlich. Das ist der Niggerkiss. Oh mein Gott. Aber wer sagt dann heute noch Negerkuss? Das heißt auch Mohrenkopf. Bimbo-Schwatze. Nee, Mohrenkopf ist ja genauso rassistisch. Ich muss ja sagen. Schaumzucker-Schoko-Gebäck. Ja, Schaumkuss oder Schokokuss. Warte mal nach links auf den Berg. Sieht gefährlich aus. Auf dem Berg? Ach so, da hinten diese Bomben. Ja. Ah, die kennen wir schon, das ist ganz langweilig. So, Jungs, wenn wir jetzt hier unten sind, am Hafen, bleiben wir hier. Eigentlich ist hier eine gute Position, wo wir jetzt sind. Da auf dem Stein zum Beispiel. Oder in der Nähe des Steins. Ja, wenn sich das nicht wieder ganz woanders hin verschiebt. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ja, stimmt, hier ist sehr baumig. Gut, dass wir Weiber sind und jetzt schon schöne Skins anhaben. Das ist Kacke, ne? Das ist jetzt Kacke. Dass wir keine Skins haben, kein Tarnungsskin. Also Jerrycan wäre ich auch mal gerne reingeschlüpft. Ich wette, ohne den Tarnungsskin wäre ich vorher nicht gestorben. Letzten. Das glaube ich auch, ja. Bist ja gestorben. Ich rede von dir. Also, das Problem ist, wir sind eigentlich auf der unterlegenen Position, da die anderen von oben kommen werden. Das ist ein bisschen schwierig für uns. Ich habe euch verloren, Leute. Geht ihr weiter in Richtung Markierung? Ja. Ah, das ist genau am Rand vom Level. Da können wir doch nicht uns hinstellen. Nee, komm. Lass uns wieder hochgehen in die Mitte, da waren ein Haufen Steine. Das hier ist aber auch nicht schlecht. Oh, ja. Oh. Wo wir gerade waren jetzt, gerade. Okay, wer kommt von da unten wieder hoch? Ich stehe an dem Stein. Das ist so eine graue Waffe, ja. Ich sehe euch nicht. Ah, da unten. Hier, da unten, da ist du. Ich bin neben dir. Ja. Ja, ja, passt schon. Okay, hier bleiben wir jetzt. Würde ich auch sagen. Aber das Bombenfeld kommt zwar immer näher, ne? You know that shit. Wir müssen halt die Karte im Blick haben, Mann. Ach, scheiße, Mann. Ich will mich lieber in den Busch setzen, wie vorhin. Mit der weißen Buchse. Ich glaube, ich setze mich jetzt hier auf den Stein oder so. Und als Frau ist es ziemlich... Wobei... Warum nicht? Einmal kurz durchatmen. Ich habe auch kein Fernglas. Hat einer von euch ein Fernglas? Ja. Nein. Okay, du, da musst du immer alles im Blick haben, ne? Ich kann euch im Prinzip nicht helfen von Distanz. Ja toll, ich kann 7/8 der ganzen Map hier sehen. Wie soll ich das allein abdecken? Ja, dann gib mir es, oder wenn du nicht das möchtest. Also wie du willst. Ja, ich guck mal noch ein bisschen hier. Also, Jungs, essen, trinken. Okay. Bei mir. Geht noch. Also ist rot, ich hab nur noch einmal essen, zweimal trinken. Ich glaube, wir werden nicht verhungern. Wir bleiben jetzt hier erstmal. 2-2 bei mir. Hä? 2-2 bei mir. 2 essen, 2 trinken. Du? Ich glaube, ein essen. Alter, die Bomben kommen echt immer näher, Leute. Das gefällt mir nicht, wo wir hier sind. Ehrlich. Ein essen. Nein, 2 essen und genug trinken. Okay. Dann lassen wir das. Wir werden nichts mehr looten. Den Schwein. Hat einer, ein Jagdmesser hat man nicht, ne? Nein. Doch, müssen aber wir haben kein Feuer. Ja, würde ich ja auch nicht anzünden wollen. Ja, stimmt. Boah, erstmal wieder was trinken hier. Hat er jetzt hier was abgeworfen? Nein. Boah, ich muss. Boah, hier nach erstmal wirklich Baldrian nehmen. Ich schneide mir erstmal die Stimmbänder raus und leg sie irgendwie in so ein Öl ein oder so.